Tabellenführer Holstein Kiel hat sich in Stellung für das Spitzenspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gebracht und der 1. FC Kaiserslautern steuert weiter dem Abstieg entgegen. Am 15. Spieltag hielt Kiel eine Woche vor dem Heimspiel gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf vorerst den ersten Platz, während in der Abstiegszone Kaiserslautern am Sonntag beim 0:2, 0:1 gegen Arminia Bielefeld die nächste Heimpleite verdauen muss. Kräuter Fürth machte es im Kampf um den Klassenverbleib viel besser und bezwang den FC St. Pauli 4:0, 2:0, Erzgebirge Aue und der VfL Bochum trennten sich 1:1, 1:1. Kiel blieb durch das 0:0 am Samstag gegen den FC Ingolstadt auch im 8. Ligaspiel in Serie ohne Niederlage und kann nun dem Topspiel gegen Düsseldorf am Samstag, 13 Uhr, entgegenfiebern. In solchen tollen Spielen auf Augenhöhe zu agieren, das haben wir uns erarbeitet, sagte Kiels Trainer Markus Anfang, der die Störche erst zu dieser Saison in die 2. Liga geführt hatte. Düsseldorf braucht am Montag, 20.30 Uhr, zum Abschluss des 15. Spieltags im Heimspiel gegen Dynamo Dresden einen Sieg, um vor dem Auftritt in Kiel an den Norddeutschen vorbei an die Tabellenspitze zu klettern. Diese Möglichkeit schreckt die Kieler aber nicht ab. Holstein-Regisseur Dominik Drexler schickte schon mal eine Kampfansage ins Rheinland, Düsseldorf soll sich warm anziehen. Der 1. FC Nürnberg und Union Berlin haben jeweils 5 Punkte Rückstand zum Tabellenführer. Nürnberg konnte allerdings die Berliner 3:3 gegen Darmstadt 98 mit dem 3:2 Erfolg gegen Eintracht Braunschweig von Relegationsrang 3 stoßen. Es war der erste Ligasieg des Klubs in Braunschweig seit 1968. Entsprechend groß war der Jubel bei Nürnbergs Matchwinner Michael Ishak. Den 1:2 Rückstand drehte der Angreifer mit 2 Toren und erzielte dabei auch den 1000. Zweitligatreffer der Franken. Das Spiel war schwer. Dass wir dann so ein Finishaar hinlegen, ist perfekt. 2 Tore zu machen und zu gewinnen, das ist ein super Gefühl, erklärte Ishak. Der FC Pauli verlor durch das 0:4 gegen Kräuter Fürth den Anschluss zur Aufstiegszone. Fürth holte indes wichtige Punkte im Abstiegskampf und schloss nach Punkten zu Dynamo Dresden auf Relegationsplatz 16 auf. Maximilian Wittig, David Raum, Khaled Nari und Julian Green erzielten die Tore für Fürth. Weitaus brisanter ist die Situation für Kaiserslautern. Andreas Vogelsammer und Konstantin Kerschbaumer trafen zum Bielefelder Sieg in der Pfalz, durch den Kaiserslautern abgeschlagen auf dem letzten Platz bleibt.